Was geht ab, man OZ Fighter aus der Rio, und heute wird es weitere Summons geben für bzw. in Dokkan Battle. Denn ihr seht es auch schon, indem ich das Ganze aufnehme, geht der Discount demnächst offline. Und ich hatte noch Songs übrig und dachte, nee, weißt du was, warum nicht versuchen wir nochmal oder geben wir den ganzen nochmal einen Durchlauf, nehmen den vierten kostenlosen Multi noch mit, ist auf jeden Fall sehr ansprechend. Aber das werden nicht die einzigen Summons sein, die wir heute im Video sehen werden, Freunde. Denn bevor das LR Khalifa und K-Banner auf Dokkan Battle LJP offline ging, habe ich da auch noch ein wenig gesummelt. Diese würde ich euch gerne zeigen. By the way, ich weiß, wie gesagt, nicht, wann ihr das Ganze sehen werdet. Also wundert euch nicht, falls ich gesagt habe, frohe Ostern, aber es schon weit über Ostern ist. Jedenfalls, wie gesagt, zu Hause angekommen, hier an der Stelle. Oh, okay. Okay. Schon, das ist schon sehr schön. Das ist schon viel, viel schöner mit so einer Animation, wenn wir hier noch ein Multi raushauen können, Freunde. Ja, wie gesagt, wenn ihr es neulich seht oder später sehen werdet. Okay. Drei gute Chancen. Ich meine, wir bekommen drei SSR. Oh, der ist sogar featured. Knapp. Was heißt knapp? Es sind 12 Charaktere, also 12 SSR-Features. Aber schon geiler. Seht ihr, schon geil auf jeden Fall. Jedenfalls, wie gesagt, falls es kürzlich relativ nach Ostern sehen werdet oder kurze Zeit später oder lange Zeit später. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet schöne Feiertage. Wir waren gerade grillen, wie gesagt, war echt angenehm. Nochmal nach Hause kommen. Oder beim Grillen nochmal schön, nachdem ich gesättigt habe, dachte ich mir, mein Spaß, jetzt hauen wir ein Multi raus. Zu Hause ankommen, haben wir den nächsten Abstand. Dreimal Frost. Was zeigst du? Zeigst du auf Khalifa und Kale oder was? Nein, er zeigt auf Trunks. Ah, schade, wisst ihr was? Der Godgu. Der Godgu hätte es sein können. Der hätte es sein können. Legit, der war auch featured. Ah, schade. Drei nicht featured. Egal, aber schon viel, viel besser, dieser Multi. Ich würde auch nicht nein zu der sagen. Das ist nämlich auch ein neuer Charakter. Oder zu der hier, zu Kale. Das sind nämlich zwei neue Charaktere ebenso. Außerhalb davon, Freunde. Ist Bulla featured? Bulla? Ja, guck mal, Bulla wäre auch nicht schlecht. Da bin ich ehrlich. Bulla wäre auch nicht schlecht. Deswegen runden wir das Ganze mal ab. Hauen wir noch die letzten zwei Multis raus und gucken, was hier dann abgeht. Wie gesagt, das Banner geht in den nächsten Stunden offline. Und ich wollte dem Ganzen auf jeden Fall einfach noch einen Versuch geben. LR Khalifa und Kale. Okay. LR Khalifa und Kale ist auf jeden Fall eine sehr geile Karte. Und ihr wisst, wie ich zu Khalifa und Kale stehe. Wir haben hier eine Featured-Animation, bzw. eine Combo. Und ich hoffe, es signalisiert uns, dass ein Featured-Charakter ist und dieser Featured-Charakter muss dann einer der richtigen sein. Es sind viele SSR-Featured im Banner. Dessen bin ich mir bewusst. Aber wenn es dann die richtige ist, dann ist halt, das wäre echt GG. Wir gucken mal. Ich bin gerade, oh mein Gott, ich sag mal gar nichts. Bergamo, mach langsam, ey. Was zieht uns Bergamo hier an? Universum 6? LSCK? Ist das? Will uns das damit sagen? Ah, oh, wenn man auf diese Silhouette wartet, bis sie kommt und man Klarheit hat. Genau das. Genau. Ah, was ist hier los? Nein! Verdammt! Okay. Die ist featured. Oh mein Gott, es hätte tatsächlich auch eine Kane oder Kalifa sein können. Oh. Okay, das hat mich echt gehabt, Freunde. Hashtag One Last Multi. Damit gehen wir noch rein in das Banner von LR Khalifa und Kane. Und guck mal, was jetzt abgeht. Oh mein Gott, das Game will mich. Okay, wir haben noch eine Combo. Freunde. Allerletzte Multi Summon, noch eine Combo. Könnte tatsächlich Gutes heißen. Okay, ich würde sagen, bleib so, geh nicht in Gott, weil ich will lieber aus den Kombos einen Featured-Charakter. Natürlich aus den God-Animation signalisiert uns ja drei Charaktere. Diese drei Charaktere können Featured sein, nicht Featured, da kann alles gehen. Aber oft sind es halt dann wirklich oft so vom Gefühl her drei nicht Featured-Charaktere. Aber es können natürlich dann auch Featured sein mit der God-Animation. Ihr merkt schon, ich tippe ein bisschen schneller drauf, weil ich langsam nervös werde. Komm mit sie. Nein! Ribriand de Chateau! Was? Da habt ihr mich jetzt erwischt in Pyjamas. Oh mein Gott! Da habt ihr mich jetzt in den Pyjamas erwischt. Oh mein Gott! Da ist dann
Oh mein Gott, Ella Khalifa Kill ist zwar nicht gedroppt, aber dafür ein Ella Bojack ums. Oh mein, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, Freunde, um ehrlich zu sein. Das ist gerade, nämlich gerade. Das ist gerade gestört, ey, ohne Spaß. So, Freunde, folgender Sachverhalt und zwar, oh mein Gott, oh mein, ich bin unter Zeitdruck. Das Banner geht in 2 Minuten offline. Ich habe 30 Stones, ihr habt es gesehen. Indem ich das Ganze aufnehme, haben wir diese 30 Stones am 9.5. bekommen zum Goku Day, weil JP Platz 1 wurde. So, eigentlich, ich habe gerade das neue Event vom Goku Day gedreht. Das schwierige Event von Super Battle Road. Ich muss sagen, das Event ist richtig geil. Nach dem Event hätte ich noch Stones bekommen und ich wäre auf ein Multi gekommen. Das Problem ist, ich habe das Event in der vorletzten Runde verloren. Ich wollte da wieder rein, um das dann wieder zu. Wir haben ein LNN-Single zusammen! Wir haben ein LNN-Single! Oh mein Gott, wenn es Ella Khalifa und Kayle ist, bitte, 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 bitte. Ja, Mann, ja, Mann, ja! Ja, Mann, oh mein Gott! Disney Hashtag ein Single Summon Place. Ich heule! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab nicht mal zu Ende reden können! Oh mein Gott! Das Banner geht in den nächsten. Mir egal, alles raushauen, alles Single Summon raushauen. Die Sache ist nämlich. Oh. Disney Hashtag ein Single Summon Place. Das sind die Hashtag ein Single Summon Place, Freunde. Oh mein Gott, ich heul gerade. Mit diesen Hashtag ein Single Summon habe ich so viele Eller gezogen. Ich kann es nicht fassen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. In 3 Sekunden ist das Banner offline. Oh mein Gott, wie soll ich hier noch so? Ich weiß nicht, ich weiß, wie soll ich noch was raus? Ich bin verwirrt, ich bin nervös. Die Sache ist nämlich. Lass mich zu Ende erklären. Ich habe das Event in der vorletzten Runde nicht geschafft. Wollte wieder reinspringen, um in der Hoffnung, dass ich es noch in der Zeit schaffe, bis das Banner offline geht. Hab's nicht geschafft, hab gemerkt, shit, ich habe nur noch 4 Minuten schnell rausgegangen, die Single Summons raushauen. Oh, nachts, 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 Freunde. Nein, das Banner ist offline. Komm schon, nein, nein, nein. 59 ist jetzt, das Banner ist offline. Und lässt mich noch rein. Okay, ich hab Cheat-Modell. 9.59, eigentlich sollte es um 9.59 offline sein. Beziehungsweise bis 9.59. Ich glaube, ab 10, Punkt 10 ist offline. So ist das. 9.59 habe ich gerade. 9.5. Freunde. 9.5. 9.45. Ich bin ver. Bitte, Freunde. Ist vorbei. Game over. Es ist unglaublich, dass dann Ella Khalifa und Kale auch noch in einem Single-Sum-Pull in der allerletzten Sekunde. So merkt man sich dann die LR-Puls. Ich heul gerade. Oh mein Gott, Freunde. Im allerletzten Single-Summon. Im allerletzten. Im allerletzten Single-Summon nicht, aber zu allerletzten Sekunde. Das Banner ist offline. Wir haben LR Khalifa und Kill in dem Single-Summon mit der Vegito-Animation. Ich bin sprachlos. Ich bin einfach nur sprachlos. Ich bin einfach nur sprachlos. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Ja, Freunde, das hat dann wirklich. Das ist halt wirklich passiert, so im allerletzten Single-Sum, was ist allerletzten, aber in Last-Minute-Single-Sum, das war eines der besten Single-Sums, die ich hier hatte. Kann selber noch nicht wirklich realisieren, wirklich nicht glauben, deswegen, ja, unglaublich. Deswegen machen wir heute die Last-Minute-Plays. Das Banner geht ja auch, wie gesagt, jetzt demnächst offline, indem ich das Ganze nehme. Indem ihr das Video seht, ist das Banner schon längst offline, sowohl das als auch von Ella Khalifa Long Kill. Warum gehen wir hier rein? Ja, wie gesagt, Freunde, Footer Multikosmos, warum nicht einfach einen Durchlauf noch mitnehmen? Sage ich jetzt also, guck mal, wie das Ganze verlaufen wird. Evo Vegeta ist drin, Evo Vegeta hätte ich gerne. Tech Vision Blue Dupes wären auch nicht schlecht. Außerhalb davon, wie gesagt. Weiß nicht, ob da ein Dupe droppt oder nicht. Weiß nicht. Ich hatte den Ball komplett flach, Freunde. Ich bin total zufrieden mit dem Banner, wie ich rausgegangen bin. Oh mein Gott. Okay, wir haben einen Dukan-Festival-Charakter auf jeden Fall. Ein Dukan-Festival-Charakter ist im Banner. Hier auch an der Stelle Shoutout an Arnski, falls den einen oder anderen interessiert. Leider konnte Arnski Allergie nicht pullen. Trotzdem ein fettes Shoutout, ein dickes Danke an Arnski, dass er mitgemacht hat da im Video. Er hat ihn leider nicht ziehen können. Und hier mal an der Stelle Applaus für Arnski, weil Arnski hat das Banner im Endeffekt nach dem Video noch so hart auseinandergenommen. Er hat einen großen Beitrag dazu getragen, dass Dokkan Global auf Platz 1 kam. Danke Arnski, Shoutout dafür. Und nein, oh mein Gott, ich muss aufhören ihn zu roasten. Okay, okay, alles gut, alles Spaß beiseite. Ich muss aufhören ihn hier. Sonst schickt das Karma sowas von schnell zurück. Super Saiyan 3 Broly bei mir auf Globe ist auf 100%. Aber selbst wenn nicht, der interessiert mich wirklich wenig im Banner. Da muss ich euch nichts erzählen.
Ja, guck mal, Evo Vegeta. Also, LRG-Dupe. Das wär zu gestört, damit rechne ich nicht. Aber das wäre das Brutalste, was ich. Oh! Den hatte ich gar nicht. Erster auf Global. Sehr schön, den nehme ich auf jeden Fall an. Den nehme ich sowas von an. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Charakter. Okay, her damit. Und Broly weiß ich, er ist aber auf 100%. Wenn nicht, ist der letzte Liebe. Du Pilzkopf Gohane. Okay. Also, Freunde, wie lange habe ich noch Zeit, wenn das Ganze aufdreht? Guck mal, okay, 1,5 Stunden. Die letzten zwei Multis, Freunde. Lasst uns diesen zum Groupstar machen. Wenn ihr mitmachen wollt, dann wisst ihr, wie das Ganze verlaufen wird. Ich werde gleich drücken, dann zähle ich runter. Ihr könnt mich gerne wissen, was ihr gezogen habt, in den YouTube-Kommentaren oder auf den Social-Media-Kanälen. Alle sind Links sind in der Beschreibung. Ich wünsche euch sehr viel Glück, Freunde. Lasst uns Groupstar machen. Egal, in welches Spiel eure Wahl, könnt ihr einen raushauen. Ich wünsche euch wirklich sehr, sehr viel Glück. Okay. Ich zähle runter. 3, 2, 1. Und danach haben wir... danach haben wir den allerletzten One Last Multi. Der ist auch noch kostenlos. Guck mal, was da abgeht. Aber jetzt kommt erstmal Mr. Satan, gefolgt von Pan. Und, Gohan. Ist er by the way featured, der Gohan? Ich weiß gar nicht. Naja, jedenfalls, ja. Geh Tenshin an. Oh, ich spüre da gar nichts zumindest. Oh, gerade wollte ich sagen, dann kam Trunks. Okay, nicht featured. Schade, annehmen. Kann man nicht viel zu sagen. Dr. Gero. Boah, ich dachte, es wäre ein Bait. Ich habe nämlich drauf getippt und dann hat sich da kurz nichts getan. Okay. Allerletzte Multi, Freunde. Allerletzte Multi. Nochmal komplett Kraft sammeln. Der erste, okay, im ersten hatten wir Dokkan-Exklusiven. Das war gut. Die Zeit dahinter waren schlecht. Wenn wir jetzt mehr als den GS erzielen könnten, würden bitte, dann wäre das auf jeden Fall noch nice zum Abschluss. Ansonsten müssen wir uns geschlagen geben. Was heißt geschlagen geben? Ich bin relativ gut rausgegangen. Ich meine nur für diesen Durchlauf, also nicht falsch verstehen. Aber! Let's go, Freunde. Hashtag One Last Multi. Mit welcher netten Animation? Oh. Super Vegito? Ja! Sehr schön. Einen Dokkan exklusiven Charakter haben wir noch, Freunde. Einen Dokkan exklusiven. Bitte. Entweder Evo Vegeta. Wer war der andere? Also LRG ganz klar wäre geil. Evo Vegeta oder Physisch Gohan, den neuen würde ich auf jeden Fall an. Oder Tech Vegetulu. Ne, also Physisch Gohan ist kein Dokkan fester Charakter. Ich bin verwirrt, ich bin auch nervös, Hände zittern. LRG, Evo Vegeta, oder Tech Vegetulu. Ein von den drei, kommen Sie. BD. Es geschieht mir recht. Man muss schon ehrlich sagen, das geschieht mir recht. Naja, was soll's. Schade. Oh mein Gott, wirklich schade. Wir haben zwei Dokkan-feste Charaktere im Endeffekt gezogen. Es war leider zweimal Super Saiyan 3 Broly. Wirklich schade. Naja, Freunde, so viel dann auch dazu. Oh mein Gott, diese zweimal Brolys. Muss ich checken, ob der wieder bei mir sitzt. Extreme Tech, Bam, Broly. Ah, okay, warte mal, das ist ja offen. Aber ich glaube, letzter Dupe. Ja, okay, ein Überschuss. Was soll's, Freunde? So viel dann zu den Summons zu LR Gohan und Goten und auch zu den LR Kaliflon Kill Summons. Ich hoffe, das Ganze hat im Endeffekt gefallen. Wenn ja, dürft ihr das auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.